Hallo, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute ein Video zum Thema Body. Seit dem Gym-Update und den Rates und so hat sich ja einiges verändert. Davor war relativ klar, mit wem man geht. Es gab so Top-Kandidaten wie Lavita, Glaxo, Trattini, Janerga. Das waren so die Top-4-Kandidaten. Dann gab es natürlich auch immer die Option für Pokédex zu gehen. Aber seit dem neuen Gym-Update und den Rates hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Ich gehe zurzeit mit Voltilam, für die Leute, die es schon bemerkt haben. Weil ich da einen 98er habe, den ich entwickeln will und maxen will für euch. Fürs Video. Möglicherweise sogar zwei. Moment, muss erstmal Screen Record anmachen. Einen habe ich letztens gefangen auf der letzten Scanner-Tour. Aber da spintet die Map ein bisschen, deswegen muss ich jetzt nochmal ganz schnell abchecken, ob der überhaupt 98 ist. Also er hat zwei Werte auf 15. Aber die WP haben nicht gestimmt mit dem, was die Map angesagt hat. Dementsprechend checke ich das jetzt nochmal, um ganz sicher zu gehen. Was ich eigentlich echt sehr, sehr selten mache. 1, 7, 2 WP, KP, 34, Sternenstaub, 800, Praise, Attack und Defense. Okay, berechnen. 98%, okay, jetzt haben wir es. Also der ist 98%, aber der ist nur Level 7. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe auch den hier, mit dem laufe ich auch. 98%, 729, der war Level 30. So, checken wir den mal kurz nach den IV. Bester Satz, HP und Defense. Genau dieselben Werte, beide auf 15. Den habe ich mal gefangen. Ist schon eine Weile her. Zuerst, als der reinkam, hatte ich nicht mal Bock hinzugehen. Nur 98 damals noch, weil damals ging die Map noch relativ gut und man hatte noch den Luxus, nur 100% zu jagen. Aber 98 und Level 30 und der war nur 5 Minuten entfernt von mir. Den musste ich mir einfach holen. Das blende ich kurz ein und während ihr das schaut, schaue ich mir weiter Evo Top 8 an. Also der ist echt saftig und jetzt laufe ich schon eine Weile mit dem, damit ich den entwickeln kann und auch pushen. Voltilam bisher war immer so, es war selten und man hat nicht so viele bekommen, aber es war nicht selten genug, nicht interessant genug, um auf Scanner-Tour mitzunehmen. Das hat sich jetzt geändert, ich versuche den immer mitzunehmen auf Touren, wenn es geht, aber wir sind natürlich nicht so oft auf Tour, dementsprechend muss ich jetzt immer mit dem laufen. Habe jetzt 235 Candies, bin 100 Kilometer mit ihm gegangen, 123 Bonbons müssen erstmal weg. Also 125, aber zweimal entwickelt er sich und dann gibt es wieder einen Bonbon dazu. Das heißt, ich hätte nur 112 Bonbons zum Pushen. Das reicht natürlich nicht ganz auf Max, oder? Also ich glaube nicht. Aber er ist Level 30. Moment, das schaue ich natürlich kurz mal nach. Pokémon Go, how many, how much candy? How much candy? Davor bin ich eine Weile. Was heißt eine Weile? Sehr, sehr lange. Seit Anbeginn von Gen 2. Seitdem ich mein erstes Lavita habe, bin ich mit Lavita gegangen. 1400 Kilometer sogar. Jetzt muss ich nur irgendwo das Lavita finden, mit dem ich gegangen bin. Das ist halt fast unmöglich bei diesen ganzen Lavitas, die ich habe. Lavitagen. Ich probiere es hier jetzt ein paar Mal noch und dann auf gut Glück. Obwohl, oh, ich habe eine Idee, wie man den finden kann. Wenn ich nach Funddatum sortiere und dann raufgehe zu meinem ersten Lavita. Weihnachten. Das war Weihnachten hier. Valentinstag.
Nach Valentinstag irgendwo muss es sein. Hier. 1386 Kilometer, 3. So viel bin ich mit Lavita gegangen. Das ist seit Februar. Das waren jetzt die letzten 5 Monate. Bin ich nur mit Lavita gegangen. Davor bin ich mit Dratini gegangen. Auch sehr, sehr, sehr lange. Und davor ganz, ganz wenig nur mit Relaxo. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, was sind die besten Pokémon, mit denen man jetzt laufen sollte. Also ich werde jetzt auf jeden Fall eine Weile mit Voltilam rumlaufen. Und dann natürlich für mich auch interessant Funfee. Beziehungsweise Donphan, weil ich da auch noch einen entwickeln und maxen will für euch. Voltilam und Funfee, zwei recht seltene Pokémon. Aber bisher auf Scannertouren nie mitgenommen. Wird sich auf jeden Fall ändern. Da durch die Raids sich einiges verändert hat. Lavita ist zum Beispiel kaum noch von Interesse, beziehungsweise gar nicht. Galaxo Raids gibt's. Anderer Top-Kandidat als Buddy ist natürlich immer noch Chanerga, beziehungsweise Heiterga, davon gibt's keinen Raid. Dratini, wenn man's braucht, also wir leben hier in München, es gibt echt sehr viele Dratinis. Ich habe so viele Bonbons, vielleicht wollen wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wie viele Dratini-Bonbons ich noch habe. 1161, Moment, Screenshot für euch, damit ihr das auch sehen könnt. Und ich habe noch, glaube ich, 200 Dratinis, die ich verschicken muss. Und ausgehend davon, ob es noch ein Doppel-Candy-Event gibt, sind es sogar 400 Bonbons. Also rechnen wir mal mit zwischen 1300 und 1500 Dratini-Bonbons gerade noch. Also mit dem muss ich persönlich nicht mehr gehen, aber ist natürlich immer noch ein Top-Kandidat, solange es kein Dragonrun-Raid gibt. Für Pokédex bin ich am Anfang auch gelaufen, aber davon würde ich echt abraten, weil irgendwann kommt es einfach. Ich bin zum Beispiel auch mit Glumanda gegangen. Was im Nachhinein echt voll der Fail war, weil es gab das Starter-Event zu Weihnachten, es gab da noch ganz viele Glumanda-Nester, die später gekommen sind. Dann gab es natürlich auch das Feuer- und Eis-Event, also es gab so viele Gelegenheiten. Das hat sich dann im Nachhinein gar nicht gelohnt, mit Glumanda rumzulaufen zum Beispiel. Deswegen mein Tipp, für Pokédex würde ich echt gar nicht laufen erstmal, weil der läuft nicht davon, irgendwann kommt es schon. Ansonsten war es das, ganz kurz nur mit wem ich rumlaufe, bisschen zum Buddy-System geredet. Schreibt unten natürlich in die Kommentare, mit wem ihr gerade rumlauft oder mit welchen Pokémon ihr rumlaufen würdet. Was sind eure Favoriten, was sind eure Tipps für die anderen, mit wem sollen die rumlaufen? Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.